Na, waren Sie auch bei La Strada am Wochenende? Das ging ja wirklich wieder reichlich bunt zu in unserer Stadt. Und jetzt müssen wir wieder ein Jahr warten, bis sich die Straßenkünstler wieder hier treffen. Aber die Wartezeit, die lässt sich ja eigentlich ganz gut überbrücken, denn es gibt auch ohne La Strada ziemlich viele Artisten auf der Straße. Man muss sie nur finden. Wir haben mal unseren vierbeinigen Starreporter ein wenig herumschnüffeln lassen. Genau, ich habe wieder was entdeckt. Eigentlich war ich einfach Gassi und wollte hier und da markieren, als ich plötzlich diese Leute entdeckte. Als Hund und Journalist, vom Jagdtrieb gezwungen, ging ich der Sache auf den Grund. Ich hatte ein Hundezirkustraining entdeckt, im Kleingartengebiet in Gröpelingen, veranstaltet von Chiara Carcani, die hier gerade Wuff Wuff macht. Also, ich bin eher ein Freund klassischer Ausbildungen wie Jagdhund oder Blindenhund. Das sind doch Clowns, wieso macht man hier mit? Weil mein Hund sehr anspruchsvoll ist und ich so mit viel Spaß irgendwie ihn auslasten kann. Und hier hat man halt einfach mehr Möglichkeiten, weil hier halt auch andere Requisiten sind. So kann ich Betty immer wieder neue Sachen beibringen, weil Sitz und Platz hat sie so schnell gelernt. Und da kann man halt einfach viel mehr aus seinem Hund rausholen. Was heißt denn rausholen? Das ist doch Pipifax. Gucken Sie, wie ich das mache. Und schon bin ich auf dem Leiterchen. Ui. Okay, mal gucken, was die anderen so drauf haben. Okay, nicht schlecht. Aber, liebe Zuschauer, Sie sind ja Menschen. Kann ja sein, dass Sie sowas amüsiert, ist ja auch Ihr gutes Recht. Ich als Hund hingegen betrachte Bilder wie diese natürlich wesentlich kritischer und aus anderer Perspektive. Mir geht es um die Frage der Würde. Okay, ich gebe zu, den anderen Hunden macht der ganze Zirkus offenbar Spaß. Und trotzdem möchte ich das Thema Würde mal ansprechen und bitte deshalb die Kursleiterin Chiara Carcani um ein Gespräch. Sie macht mal Platz, der Gerechtigkeit halber, auch auf dem Leiterchen. Und findet sie das nicht auch etwas würdelos, was die Hunde da so machen müssen? Den Hunden macht es Spaß und richtig Würde hat ein Hund, glaube ich, nicht. Hauptsache, es gibt was zu essen und er hat eine Aufgabe. Na gut, mag sein, die meisten Hunde sind so drauf. Und das Ereignis, dem ich dann noch beiwohnen durfte, war zugegeben wirklich beeindruckend. Wieso? Na, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber nur wirklich wenige Hunde beherrschen das Kunststück, echte Katzenmusik zu spielen.